Hallo zusammen, herzlich willkommen zur sechsten Episode von dem Sidi Spind Podcast. Ich bin die Asida oder Sidi von Sidi Spind und ich filme das Ganze in meinem Atelier in Bern, der Schweiz. Ja, ich habe schon etwas länger nicht mehr einen Podcast gemacht. Und zwar sind wir mit der Familie umgezogen von einer Wohnung in ein Haus. Das hat ziemlich viel Zeit und Energie gebraucht, deshalb bin ich wie nicht dazu gekommen, viel zu machen. Zudem ist der Sommer auch immer etwas meine Downzeit, wie auch bei vielen. Da bin ich einfach nicht sehr motiviert. Ich bin eher ein Herbsttyp. Sobald der Herbst kommt, kommen auch wieder die Motivation und Ideen und mein Antrieb. Ja, ist wird wahrscheinlich zwei Episoden gleich geben. Einmal die Spinnfolge, die ich besprochen habe, und andererseits auch noch eine Strickfolge. Jetzt gehen wir in die Spinnfolge. Genau, auch hier werde ich gerne mal erzählen, was ich trage. Heute trage ich das Linear Tee. Das Linear Tee ist von oben nach unten gestrickt, ziemlich einfach. In der Runde anschlagen, mit Raglanzunahmen darunter stricken, bis unten und abketten. Ist eigentlich schon alles. Das ist ziemlich einfach und trotzdem sieht es schwieriger aus. Und zwar wegen dem Lace-Motiv auf dem Ärmel. Zudem mag ich es auch die Form. Die Form steht jetzt meiner Körperform ziemlich gut, auch dass sie etwas kürzer ist. Etwas Schultern macht. Ich habe eher schmale Schultern, dafür ziemlich breite Hüfte. Von dem her ist das Tragen bei mir immer etwas schwieriger. Aber diese Form gefällt mir sehr gut. Genau. Natürlich verlinke ich alles, was ich erzähle, auch unten in den Shownotes. Zum Spinnen. Natürlich habe ich das nicht selbst gesponnen. Genau. Das habe ich gestrickt in Garn von Amyak. In der Garnqualität Cooper. Das ist ein Yak- und Baumwolle-Gemisch, was sich sehr, sehr gut trägt, aber trotzdem die Form behält. Also nicht so herunterfällt, wie zum Beispiel Leinen oder Seide oder sonstige sommerliche Fasern, sondern es behält eben die Form bei. Also das Ärmelchen, das schaut da etwas raus, genau, anstatt dass es dann herunterläuft. Gefällt mir sehr gut. Ich mag das Garn unglaublich gerne, auch zum Stricken. Also kann ich nur empfehlen. Was ich aber gesponnen habe, es ist aber noch nicht fertig. Ich habe ja erzählt von meinem Ewig-Projekt, dass ich seit 10 Jahren immer wieder mal etwas daran arbeite und die Motivation wieder verliere und dann wieder daran arbeite. Genau. Und ich denke, ich habe jetzt wirklich einen Meilenstein geschafft. Ich habe 3 kleine Stränge. Genau. Das ist dreifädig mit in Fingerring, also Sockenwollstärke. Und ich bin unglaublich stolz. Es ist nicht viel, ich glaube, es sind 150 Gramm im Gesamten. Aber ich bin unglaublich stolz, da ich es wie fast nicht fertig gebracht habe, das zu spinnen. Nebenbei habe ich auch noch 3 Spulen. Hier sind 2 davon. Parat zum Zwirnen, also es wird noch etwas mehr geben. Und genau zum Trick, weshalb ich jetzt plötzlich etwas Gas gegeben habe, neben dem, dass ich wieder frei sein möchte von der eigentlich psychischen Last, dass ich das nicht fertig mache, ist, ich habe angefangen, es anders zu verarbeiten als zu Beginn. Ich habe zu Beginn gedacht, ja, Konsistenz ist das Wichtigste. Ich mache einen kurzen Auszug, obwohl die Faser in einem kardiert war, auch verschiedene Stapellängen hat. Genau, habe ich mich für einen kurzen Auszug entschieden, obwohl ich eigentlich da etwas gescheiter sein sollte. Genau, mehr wissen sollte. Nun habe ich mit einem langen Auszug begonnen, was viel mehr zu der Faser passt. Und auch ich nicht so gut kann. Also es ist eine Herausforderung zu lernen, wie ich jetzt den langen Auszug besser machen kann. Also
Ich lerne etwas dabei. Daher ist die Motivation auch wieder gekommen und der lange Auszug macht unglaublich viel Spaß. Vielleicht mache ich auch mal ein kleines Video dazu. Also vielleicht ziemlich sicher mache ich mal ein Video dazu. Strickanleitungen mache ich ja schon in Kurzvideos. Ich denke, auch Spinnanleitungen in Kurzvideos wäre etwas Tolles. Ich selber mag eigentlich Anleitungen, vor allem Videoanleitungen, die eher kurz sind, wo ich die Handhaltung sehe, nicht groß viel dazu sozusagen gesprochen habe, aber einfach so die relevantesten Infos in kurzer Zeit. Ja, denkt ihr, das wäre auch was für euch? Bitte. Vielleicht einen Kommentar drunter, was euch interessieren würde. Dann werde ich da mal etwas aufsetzen und auch kurze Spinnanleitungen hochladen. So viel zu meinem stolzen, nicht ganz fertigen Projekten. Genau, dann zu meinen Ideen oder Projekten, die laufen. Ich habe ja mal angefangen, wollte anfangen. Ich habe angefangen, 15 Minuten auf der Spindel zu spinnen mit einem Kammzug, den ich für ein Kombospinnen vorhatte. Das war nix. Also es liegt mir nicht, 15 Minuten pro Tag zu spinnen. Entweder spinne ich richtig oder nicht. Genau. Das hatte ich 3 Tage gemacht und dann seitdem liegt es jetzt in meinem Regal und schmort vor sich hin. Und wartet, dass ich es rausnehme. Jetzt habe ich vor, meiner Ungeduld etwas nachzugeben. Ich nehme ein Spinnrad nach Hause. Ich habe jetzt ein eigenes Zimmer, ein eigenes Büro. Denke, ich mache dann auch mal einen Podcast von dort aus. Genau, aber im Moment sitzt es noch voll Kisten und noch nicht parat. Daher bin ich noch in meinem kleinen Atelier und absichtlich natürlich vor der Spinnwand. Genau, der Kombospinn. Vielleicht noch zur Erinnerung, das waren da die 2 Kammzüge. Einen habe ich eben zu Hause, der andere hier von Fiber Artemis. Mit den wunderschönen grünen, also ich muss es vielleicht näher zeigen, dass man es sieht, schönen grünen, orangen, braunen Teilen. Dazu habe ich ja Fasern gesucht, die vielleicht farblich etwas passen, dass ich es dann kombinieren kann. Ich habe dann etwas rumrecherchiert und was gefunden. Und zwar einerseits von Vichigri, heißt die. Finde ich ein sehr angenehmes Wort zu sagen, Vichigri. Das hier ist Tardi-Wool. Ich kenne es nicht. Habe ich nie gesponnen. Ist von der Art her sehr etwas wie zwischen Merino, sehr fluffig, weich. Vielleicht Merino und Corydale. Ah, eher Polwash. Ich denke, es ist eher Polwash von der Art her. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie das dann wird. Also auch hier sind die türkisen Teile, die orangen Teile, die ich gerne in meinen Kompospinn haben möchte. Das andere, was ich ge gekauft habe, ist von Bramble Ridge. Eben auch in diesen Färbungen etwas sanfter. Die Grundlage dafür ist ein Kormo-Kammzug. Genau, ich finde Kormo sehr angenehm. Das ist auch eher eine amerikanische Rasse, die auch einem Merino ähnelt oder eben Colliday. Dazu habe ich natürlich noch mehr gekauft. Es könnte passen, bin mir aber noch nicht ganz sicher, aber ich habe es gekauft, weil es einfach schön ist. Das ist ein Bärfell-Seidekammzug und zwar hat es die Grundfarbe, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ne? Ein Braun. Und da die Grundfarbe so dunkel ist, ist auch die ganze Färbung sehr gedeckt und dunkel. Und ich denke, das könnte einen sehr schönen Kontrast dazu geben, Kombospin. Aber bin mir noch nicht sicher, ob ich es dann wirklich einsetzen möchte. Und dazu habe ich etwas gekauft, aber auch noch von Vichigri.
was überhaupt nicht in den Kompassspinnen geht. Also ich finde, es geht nicht. Eventuell würde es doch noch einen schönen Kontrast geben mit dem Pink, aber auch eigentlich gar nicht meine Farbgebung ist. Aber mir hat es einfach gefallen, auch mal was anderes zu spinnen oder zu kaufen, was nicht gerade in meiner Wohlfühlfarbzone ist. Es ist Falkland. Falkland mag ich sehr gerne auch. Genau. Ist mehr so in die Blueface Lester-Richtung zum Spinnen. Ja, das zu meinen Einkäufen. Mehr sollte ich nicht einkaufen, bis ich es gesponnen habe. Zusätzlich bin ich auch immer noch an meinem Adventskalender von letztem Jahr, von Back to the Mool heißt sie. Der steht ein bisschen rum. Ich denke aber, auf Weihnachten schaffe ich das auch noch. Weil es sind wunderschöne Färbungen, unglaublich angenehm zum Spinnen. Aber es ist halt jetzt etwas auf der Seite, weil ich mit meinem Ewig-Projekt etwas vorwärts kommen wollte. Ja, wer mir folgt oder meinen Newsletter bekommt, der hat vielleicht schon gesehen, ich bin gerade wieder etwas in der Baumwollphase, wie jeden Sommer. Ich bin ja eine passionierte Baumwollspinnerin. Ich habe ziemlich viel ausprobiert im Baumwollespinnen. Ich liebe das Baumwollspinnen und habe da eigentlich mein Atelier wieder aufgestockt, habe unglaublich viel bestellt. Also es hat alles wieder an Lager von Taklis, Chalka, Punis, naturfarbene Baumwolle. Gerade die naturfarbene Baumwolle hatte ich lange nicht mehr. Nämlich ist mein Lieferant ausgefallen. Also den gibt es nicht mehr. Ich habe es nicht so mitbekommen und musste dann auf die Suche nach einem anderen. Und ich war sehr glücklich. Ich habe jemanden gefunden, der hat unglaublich viele Nuancen. Also ich habe 12 Nuancen bestellt an naturfarbenen Baumwollen. Es ist lange nicht alles, was sie hat. Aber es sind waren es die schönsten, und zwar die naturfarbene Baumwolle, die wächst in verschiedenen Farben natürlich. Also die wird nicht gefärbt. Das ist jetzt eine der grünen Baumwollen. Vielleicht zeige ich es noch etwas näher. Vielleicht sieht man es hoffentlich. Ja. Sieht jetzt im Kammzug etwas hell aus, ist aber dann, wenn man spinnt und dann wieder strickt, also man kann es nach dem Spinnen oder nach dem Stricken, kann man es kochen. Baumwolle, es verträgt das gut, und wenn man es kocht, wird es wirklich eigentlich fast massive Nuancen dunkler. Also das hier würde dann ein so Mittelgrün werden. Es gibt auch noch ein Dunkelgrün. Ich hatte mal ein kleines Video zur Ackerspindel gemacht, wo man es etwas sieht. Die Qualität ist aber sehr schlecht. Genau, aber da werde ich dann vielleicht mal was nachsetzen. Dazu kommen wir zu meiner nächsten Idee, weil ich ja so viel Zeit habe, möchte ich gerne von den Naturfarben Baumwollen. Hier ist es jetzt ein Braun, ein Mokka-Braun, also eher ein Latte Macchiato, würde ich sagen. Man sieht da etwas Weiß, etwas Braun gesprenkelt. Genau, möchte ich von den Resten, die ich habe, vom Abwägen, möchte ich kleine Sprintproben machen mit Maschenproben und diese kochen, zum zeigen, wie verändert sich dann die Nuance. Weil so am Anfang denkt man, ja, ist schon schön, aber ist einfach auch sehr blass. Ich meine, das kann ich ja nicht tragen, dieser Blässe teilweise. Aber die werden wirklich eigentlich ziemlich dunkel. Dazu gibt es auch noch ein paar von den Weißen. Und die Weißen haben den Vorteil, dass sie sind GOTS zertifiziert, und sie sind, also die Qualität von den meisten ist unglaublich. Also das ist eine Wolke. Die sind so, so, so fein, und dann eben noch in der GOTS Qualität. Also der Wahnsinn. Also ich freue mich schon sehr, diese zu spielen. Genau. Also geht gerne, wenn ihr gerne Baumwolle spinnt oder spinnen lernen wollt, geht gerne mal auf meine Webseite, schaut euch um. Ich werde alles unten verlinken. Also ich habe extra eine Kategorie von Baumwolle im Shop, dass man einfach nur dorthin kann. Und dann möchte ich noch, wie soll ich sagen, etwas bewerben. Und zwar habe ich,
Also ich hatte ja nicht viel Zeit und ich wusste auch nicht, der Kleine geht nicht mehr lange in die Kita, eigentlich nur noch diese Woche. Und dann wusste ich im Voraus nicht, wann habe ich Zeit zum Beispiel wieder selber Kursen zu geben. Und jetzt hat es sich ergeben, dass ich am Freitag in einer Woche einen freien Tag habe. Und diesen freien Tag möchte ich nutzen, um zwei Kurse anzubieten, an so spontane, kurzentschlossene, freudige Menschen, die gerne schwimmen lernen wollen. Und habe mich entschieden, nicht meine Standardkurse zu geben, die ich eigentlich immer gebe nach einiger Zeit. Also kein Spinnen mit der Handspindel für Anfänger oder Spinnrad, sondern ich werde zwei geben, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und einerseits, das ist der Standspindelkurs. Also Standspindeln sind zum Beispiel wie diese tibetische oder die russische Spindel, die man in eine Schale spinnt. So. Es ist eine etwas meditativere Spinnart. Man spinnt es in der Schale und zieht dann wie in einem langen Auszug aus. Es ist sehr spannend, kann man halt hauptsächlich im Sitzen machen. Und man spinnt, nicht man kann nur, aber man spinnt hauptsächlich kürzere Fasern wie Yak oder Kaschmir oder Kamel auf Standspindeln, aber man kann natürlich X-Fass, also man kann eigentlich alles spinnen darauf. Man muss einfach den langen Auszug etwas anpassen. Das werden wir auch anschauen, werden wir lernen. Genau. Und dazu passen, den will ich am Vormittag geben. Ich verlinke dann den Kurs noch unten in den Show Notes. Am Nachmittag geht es dann zum Baumwollespinnen natürlich. Wenn ich gerade so ein Baumwollspinnfieber bin, dann möchte ich das auch weitergeben. Auch passt es gut zum Strandspindelkurs, da etwas fortgeschrittener, dann mit einer Takli Baumwolle gesponnen werden kann. Zum Beispiel von den Ponys werden wir. Ponys ist der gerollte Baumwolle. Werden wir abspinnen oder dann eben die naturfarbene vom Kammzug. Die kleine Takli ist aus Metall und ist unglaublich schnell und die Baumwolle hat relativ kurze Fasern gegen andere Fasern. Deshalb ist es schon etwas das Fortgeschrittenere. Also kann man gut einsteigen mit der Standspindel und dann auf die Takli wechseln. Auch werden wir anschauen, wie man spinnt mit der Ackerspindel. Das ist dann ein langer Auszug mit einer Fallspindel im Stand. Auch eine meiner Lieblingsarten zu spinnen mit der Ackerspindel. Und braucht etwas Mut loszulassen, wenn die Spindel herunterfallen kann. Genau. Aber wenn man es dann mal raus hat, einen Klick gemacht hat, macht es unglaublich viel Spaß mit dieser Spindel. Wir werden neben den Ponys dann auch ganz rudimentär von einer Baumwollblüte herunterspinnen. Ist etwas sehr Tolles, weil die Baumwollblüte besteht aus ganz vielen Kernen. Also man sieht es jetzt hier nicht so, das sind mehrere Blüten etwas verzipfelt. Und zwar kann man dann also Blüte einer der Kerne rausnehmen. Und rund um den Kern hat es dann viele kleine Fasern, die man dann rundherum abspinnt. Das Schöne daran ist, die Fasern, die hängen noch an dem Kern. Und wenn man es abspinnt, gibt es wie einen Rückzug. Also man muss etwas ziehen, damit sie abkommt. Dadurch kann man sehr feine, aber auch ganz gleichmäßige Fäden spinnen. Und ist daher eigentlich etwas vom Schönsten, aber natürlich auch aufwendigsten zu spinnen. Auch das werden wir lernen. Ich hatte, wie soll ich sagen, ich hatte mal gesucht nach Baumwollblüten, weil man will ja keine Dekoblüte oder so mit kurzen Stapeln, sondern schon vielleicht eine Pima-Qualität mit etwas längeren Stapellänge und habe dann im Etsy-Shop irgendwo gefunden, das ist schon eine Zeit her. Also wer das sucht, vielleicht mal auf Etsy schauen, vielleicht gibt es sie noch, die die verkauft hat. Ich habe damals ziemlich viel genommen, das wird sehr lange reichen. Genau. Wenn wir noch Zeit haben,
werden wir dann auch noch die Charka anschauen. Die Charka ist ein Baumwollspinnrad aus Indien. Das ist jetzt eine Buchcharka, das heißt, sie ist eigentlich die Reiseversion, die in einer Buchform zusammengeklappt ist. Und die kann man dann auseinanderklappen und aufstellen. Und mit dem kleinen Baumwollspinnrad kann man dann Baumwoll spinnen. Ich denke, das werden wir auch im Kurs, werde ich mal eine aufstellen. Dann kann man etwas probieren, die sich wagen, das zu probieren und schauen, ob das was ist. Ich finde es sehr schön, man kommt auch etwas voran. Ich glaube, ich hatte mal ein Video auf Instagram, ganz weit hinten, genau, wo ich darauf spinne. Und das ist sicher auch sehr, sehr spannend, so zum Schluss zum Ausprobieren. Auch die gibt es im Shop. Ich verlinke alles unten in den Shownotes. So viel zum Spinnen und meinen Spinnideen. Ich hoffe, ich habe nicht zu pausenlos geredet. Irgendwie nach so langer Zeit fühlt es sich wieder so neu an. Genau. Was mich noch interessieren würde, ist, woran seid ihr im Moment? Was sind eure Ideen? Und hoffe, viel zu lesen, zu hören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!